Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ich bin Braket und ich habe letztes Mal beim Saufen mit meinen Männern versagt. Ich habe nicht salutiert, ich habe den Spruch nicht gesagt. Ich war der Nerd in der Party. Wir sind im Purgatory und ich erkunde nochmal, ob hier vielleicht noch mehr Leute rumstehen, die ich kenne oder mehr Gespräche sind, die ich mir anhören kann. Oder, du tanzt hinter der Bar, ob ich hier vielleicht nochmal irgendwas saufen kann. Das scheint es hier nämlich gar nicht mehr zu geben so richtig, dass ich mich betrinken kann. Und das ist wahrscheinlich ganz gut so für meine Leber. Aber das ist eigentlich auch okay hier. Ja. Okay, das war genug. Was war das? Ich kann tanzen. Commander Shepard, yeah, gib sie. Tanz sie in Grund und Boden. Wenn das meine Männer sehen, dann, naja. Sehen die mich bestimmt nicht mehr als großen Übermenschen. So. Hier kann ich mir tatsächlich nichts kaufen, richtig? Das ist sehr schade. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, dass Aria und James hier sind. Die habe ich beide gesehen. Ja, ich war in allem. Ich war bei James, ich war bei der VIP-Lounge, ich war beim Eingang und ich war bei der Tanzfläche. Das ist dann wohl die ganze Bar gewesen. Hier einmal nach links und hier einmal nach rechts. Schade. Hallo. Ich gehe. Ja. Immerhin haben wir jetzt erfahren, dass wir für Aria was tun können und darüber habe ich mich ja noch gar nicht so lange ausgelassen. Aria ist der Teufel, den wir kennen, auf eine Art und Weise. Und Bloodpack und, also diese ganzen Söldnertruppen und Verbrecher unter einer Kontrolle ist natürlich gefährlich. Aber vielleicht auch ganz gut so. So, wo kann ich denn jetzt hinreisen hier? Zurück zur Normandy. Nee. Nicht wirklich, noch nicht. Gehen wir doch in den lauten Aufzug. Willkommen, Commander Shepard. Und reisen. Nach hier? Einen Moment, bitte. Schauen wir einfach mal durch. Ich weiß nicht genau, wo die Leute auf mich warten. Von den Aria. Ach so, richtig. Ankunft in Andockbucht E24. Einer der Anführer. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie landen. Ich bezahle auch dafür. Es geht nicht um Geld. Die Bezirke können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Commander Shepard hat Ihrer Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Ihr könnt doch nicht am Anfang des Krieges Flüchtlinge schon abweisen. Was ist denn das für eine Nachricht? Sind wir schon so weit gefallen wieder? Du siehst verdächtig aus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Ich glaube, ich war hier noch gar nicht. Also ist gut, dass wir das erkunden. Was hast du mir zu sagen? Hallo, Commander Shepard. Willkommen in Andockbucht E24. Diese Ebene wurde zur Beherbergung der zahlreichen Neuankömmlinge auf der Citadel umfunktioniert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in diesem Bereich stets die Sicherheitsprotokolle befolgen. Was heißt das? Genau. Können Sie mir etwas über die Sicherheitsprotokolle erzählen? Aufgrund der vielen neuen Zivilisten und Verwaltungsmethoden werden An- und Abreise in diesem Bereich sorgfältig überwacht. Diese prophylaktischen Maßnahmen dienen nur der Sicherheit der ständigen Citadel-Bewohner. Ja, ihr wollt die dreckigen Flüchtlinge also ein bisschen nerven. Das hat sich für mich gerade so angehört. Wie viele sind hier gestrandet? Persönliche Informationen über Einwohner dieser Anlagen werden ohne vorherige Genehmigung nicht preisgegeben. Aber seien Sie sicher, die vom Citadel-Rat zugeteilten Räumlichkeiten erfüllen die derzeitigen Erfordernisse problemlos. Problemlos? Absolut. Außerdem haben Anfragen auf Verlegung oberste Priorität. Die Citadel bemüht sich sehr, für alle eine optimale Lösung zu finden. Das klingt mir verdächtig nach Propaganda. Was gibt es hier sonst noch? Dieses Hochsicherheitsdock war früher für Lieferungen der Allianzbotschaft reserviert.
Aber Ratsherr Udina hat kürzlich einen Antrag im Rat gestellt, dass hier Notbehausungen für Zivilisten errichtet werden. Und wie hat der Rat reagiert? Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Seitdem haben alle wichtigen Spezies finanziell zum Betrieb dieses Bereichs beigetragen. Das ist cool. Das Bild, ja, dann... Danke, Erwina. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen... Sicher. Dann wende ich mich vertrauensvoll an dich. Lieber gleich nochmal Ihr Name. Dutron. Christoph Vasseur, freut mich, Sie kennenzulernen. Wie lange sind Sie schon hier? Keine Ahnung, ich bin nicht in... Ich weiß auch nicht, wie lange es her ist, seit ich aus Lyon entkommen konnte. Kennen Sie Lyon? Nein. Eine Freundschaft zwischen Menschen und Batterianern. Da geht Commander Shepard besser schnell weg, denn sonst passiert noch irgendwas Schlimmes. Meine Brüder und Schwestern, wir haben schon früher Widrigkeiten überstanden. Das ist nur eine weitere Prüfung. Denkt an die Pfeiler der Stärke, die unser Volk aufrechterhalten. Zeigt der Galaxie unsere Entschlossenheit. Ich weiß, dass euer Glaube geschwächt ist. Unsere Regierung ist gefallen. Aber wenn ihr die Pfeiler der Stärke in eurem Herzen behaltet, bitte, gebt nicht auf. Naja, die kommen mir nicht sehr begeistert vor. Nicht sehr motiviert, aber schön, dass du weitermachst. Willkommen bei Batarian State Arms. Die Batarianer mussten eine Menge durchmachen. So, Nahkampfangriffe. Terminus-Panzerung. Treten Sie für Ihr Volk ein mit Batarian State Arms. Das sieht nicht schlecht aus. Diese Panzerung ist umgebungsversiegelt und verfügt über eine unabhängige Luftversorgung für Einsätze im Weltraum. Wir verteidigen die Hegemonie. Ja. Hört auf, mich voll zu labern. Maschinen. So. Bitte beachten Sie beim Kauf sämtliche Kasteneinschränkungen. Kasteneinschränkung? Ich bin kein Mitglied einer Kaste. Niemand hier? Hier liegt auch ein Batarianer. Oh, mit einer hübschen Hautfarbe. Gar nicht so dreckig braun. Schönes Lila. Wusste gar nicht, dass er sowas auch hat. Liegt vielleicht an der Krankheit. Ist wahrscheinlich die Version der Batarianer von Gelbsucht. Ja, das ist wahrscheinlich die wie heißt das? Purpursucht oder die... Der Asari-Geheimdienst meldet, dass Reaper-Streitkräfte im Silean-Nebel und im Nimbus-Cluster gesichtet wurden. Ja, Reaper überall, sagen die Nachrichten. Oh, hier ist ein Asari-Doktor oder was auch immer. Könnte gut sein. Und da hinten Salarianer. Hallo. Wie geht's euch? Das sind ganz schön tolle Notunterkünfte hier. Ist so, als hätte man einfach so ein paar kleine Frachtcontainer genommen und packt jetzt Leute rein. Der Rat hat die Invasoren als Reaper bezeichnet. Ob ich da hochkomme auch? Irgendwie. Auf diese Dinger. Commander Shepard, einen vermeintlich theoretischen Feind. Jedes Mal, wenn ich Commander Shepard höre, denke ich, ja, es geht um mich, ich muss hinlaufen. Überprüfen wir mal die Medigel-Vorwelt. Garrus! Jawohl, Sir. Und haben wir schon was vom Krankenhaus gehört? Die Chirurgen dort sind alle beschäftigt. Bleiben Sie dran. Einige der Verwundeten haben nicht mehr viel Zeit. Wer bist du? Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegshelden? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Was ist eine Shepard VI und was ist das hier? Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Ich will dieses Ding ausgeschaltet haben. Hörst du mich? Hörst du mich, Frau? Ich verlange, dass das deaktiviert wird. Das Extranet sagt, Sie gehören zum Allianzmilitär. Passen Sie da draußen auf sich auf, Officer. Ich bin Commander Shepard. Du Nachmacher. Es gibt nichts, was diese Galaxie nicht besiegen kann, wenn wir alle zusammenhalten. Okay, das ist das erste Vernünftige, was du gesagt hast. Ich bin auf der Seite der Shepard VI. Ja, ich bin überzeugt. Die sind wichtig. Shepard. Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist das? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. So, da ich ja immer mehr krasse Sachen sage, ist das wieder so ein Moment. Das ist vielleicht sogar ganz gut so.
Aus dem folgenden Grund. Verwundete kosten einer Armee viel mehr Ressourcen als Tote. Also ist das wahrscheinlich eine schlechte Taktik der Reaper, dass die keine Verwundungen zufügen. Weil einen Toten lässt man liegen, und Verwundeten, da hat man direkt Leute, die ihn irgendwie mit nach Hause schleifen. Schon ist die Kampfkraft von dieser Einheit geringer. Und ich denke, Leute wie die Reaper sollten sowas Unmenschliches machen, weißt du? Soldaten eher in den Bauch schießen und sie nicht fertig machen komplett, sondern sie einfach liegen lassen dann. Ja, ich sehe das gerade ziemlich duster irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Sind die Verluste so hoch? Unsere Fronteinheiten werden in Zugstärke auf einmal ausgelöscht. Ein einziger Reaper vernichtet 9 oder 10 mit einem Angriff. Das ist kein Krieg, das ist ein Gemetzel. Die Reaper sind nicht umsonst so gefürchtet. Und wir wissen jetzt warum. Wie kann ich denn helfen? Tun Sie Ihr Bestes für sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine, aber der Rest? Mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Ja, ich denke doch. Ich find's auch cool, dass die Charaktere, die auf meinem Schiff sind, wenn ich zur Citadel komme, aussteigen und ihre eigenen Sachen machen. Das ist total cool. Das gefällt mir. Da hat man nicht das Gefühl, dass Commander Shepard der Einzige in der Galaxie ist, der was tut. Dass Commander Shepards Missionen die einzigen sind, die gerade geschehen. Garrus macht hier was mit den Flüchtlingen. Liara macht ihre eigene Sache da im Park. Und Edie und Joker machen so eine Art erstes Date. So ein ganz komisches. Ja, mir geht's schon irgendwie dreckig. Ganz ehrlich, es war hart. Vergessen Sie bloß nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Nee, der Krieg hat gerade angefangen. So, und die Dame da hinten, ich denke, die gehört zu Arias Verbrechersquad. Da schauen wir mal im Tagebuch nach. Pfeiler der Stärke, ja, ich soll irgendwas für die finden, für die Batarianer. Bloodpack. Okay, mit Nahl. Im Präsidiumsunterhaus. Die Blue Suns ist der Kerl, Dana Vosque. Vosque, auch zwei lateinische Wörter, oder? So. Ich sag aber, nee, ich versuche nicht mal zu erraten, was das genau bedeutet. Und das ist bei Commander Bailey. Also die Blue Suns. Die Blue Suns, welche waren das nochmal? Steht das hier drin vielleicht? Nein. In den letzten. Nein, kein. Still. Auch nicht wirklich hier. Ich guck mich aber um. Nein, der Untergang der Erde. Das ist doch mal ein Aufmacher hier. Das ist Seite 1, der Untergang der Erde. Organisation. Das ist wirklich. Ach so, ich kann hier scrollen. Blue Suns. Die Blue Suns wurden von dem berüchtigten batarianischen Sklavenhändler Solem Dalsera gegründet. Das sind also die Batarianer. Und betrieben anfangs nur Schutzgelderpressungen im skirlianischen Randsektor, sorgten aber auch tatsächlich für Schutz von Vorsklavenhändlern und Piraten. Ja, hab einen Frosch im Hals. Einen batarianischen Frosch. Schließlich wurde Dalsera von der Allianz Navy festgenommen, wegen knapp 2 Dutzend Verbrechen angeklagt und schließlich nur wegen einem Fall von Verschwörung verurteilt. Manche Verbrecher bekommt man auch nur wegen Steuerhinterziehung. Im Gefängnis wurde er Zellengenosse und Schüler des genialen Trickbetrügers Bernard Legitz Ledger. Nach seiner Entlassung 5 Jahre später etablierte Dalsera die Blue Suns als legale Sicherheitsfirma neu. Ja, ich habe trotzdem nicht die höchste Meinung von euch. Heute sind die Blue Suns eine galaxieweit tätige Kampfgruppe aus Batarianern, Turianern, Menschen und Kroganern. Bei jedem Auftrag für die Söldnern fährt eine Armee von Logistikexperten auf, die von schweren Waffen bis Rasierschaum alles anbieten. Trotz der Vorwürfe, die Blue Suns würden ihre Gefangenen als Sklaven verkaufen, wurde noch kein Mitarbeiter der Blue Suns deshalb auch tatsächlich verurteilt. Aber die Blue Suns, die waren schon so oft gegen Shepard und auf der Seite von bösen Leuten, die sie angeheuert hatten. Deswegen, naja.
mag ich die nicht. Viele Blue Suns tragen eine Tätowierung des Firmenlogos, die vor Missionen entfernt und danach wieder angebracht wird. Das ist auch verdächtig, oder? Ja. Wir sind Blue Suns, außer wenn wir im Einsatz sind. Dann sind wir keine Blue Suns. Okay. Dann wollen wir mal hören, warum du Arya nicht mehr respektierst. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Tot? Tot. Ich kann gerne mit ihm ein Gespräch führen. Ich kann Garrus oder den Primarchen dazu bekriegen, dass er vielleicht die Füße stillhält, aber ich bring doch niemanden um. Die Lektion habe ich gelernt. Hoffe ich. Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Arias Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht, aber die Dienste der Blue Suns, nun, sie wissen ja, wie wir arbeiten. Ich werde bestimmt nicht einen turianischen General umbringen, auf deinen Zuruf. Ich habe den Primarchen an Bord und ich soll hinter dessen Rücken einen turianischen General töten. Okay. Das könnte spektakulär explodieren, und zwar voll in meine Fresse rein. Dieses Problem. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Oh Gott, das willst du gar nicht. Das willst du gar nicht. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Worum kümmerst du? Ach so, um den General. Gute Güte, das ist schnell sehr grau geworden, moralisch. Das gefällt mir total. Das gefällt mir wirklich. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich Ihnen die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellung. Vielleicht sollte ich der Arya nicht mehr so sehr auf die Oberweite gucken. Das wäre ein guter Tipp, sonst bin ich vielleicht irgendwann mal tot. So, was sagt mir denn mein Tagebuch? Ja, mit Oraka fertig werden. Okay. Sei ruhig spezifisch, ja, sei ruhig spezifisch und genau. Kleines Tagebuch. Wir haben gerade die Meldung bekommen, dass ein weiteres Schiff Palavin verlassen konnte. Wie viele an Bord? 30 oder 40 überleben. Mehr nicht? Sie haben gesagt, die Kämpfe werden immer schlimmer. Wir müssen Platz für sie schaffen. Das wird für eine Weile ihr Zuhause sein. Okay, Garrus kann mir dabei nicht helfen. Sonst wäre er ja ansprechbar gewesen. Ich hatte kurz gedacht, vielleicht kann ich ja Garrus ausfragen dazu, was der General überhaupt bezweckt. Oder was er will. Ja, das ist immer wieder die gleiche Nachricht. Habt ihr nichts Neues? Dieser 24-Stunden-Nachrichtenzyklus ist wirklich schlimm. Schauen wir uns an, was hier so an der Tafel hängt. Wahrscheinlich vermisste Leute mit Fotos. Sehr netter Touch. Das ist ja genau das, was passiert, wenn man fliehen muss. Dass man verstreut irgendwo ankommt und sich dann sucht.
dass Familien auseinandergerissen werden und sich jetzt versuchen, wiederzufinden. Es ist nur doof, dass sich manche Bilder wiederholen. Die blonde Frau zum Beispiel, die hängt hier zweimal. Und hier nochmal. Also, na gut. Ja, hier hängen auch immer die gleichen Leute. Schade, dass ich hier mit niemandem reden kann, weil vielleicht finde ich ja ein paar Flüchtlinge und kann denen dann sagen, dass ihre Verwandten hier sind. Wie bist du dahinter gekommen? Ach so, nee. Wie bist du dahinter gekommen? Ich will da auch hinter. So, dann gehen wir jetzt vielleicht zur Botschaft von der Zitadelle. Schauen wir mal. Tut weh. Schauen wir mal, ob ich entweder den General finde. Willkommen, ja, Commander oder wir reden mit dem Dingsbums. Mit dem turianischen Ratsherrn. Den gibt's doch, oder? Oder ich muss zurück auf mein Schiff und mit dem Primarchen reden. Das könnte natürlich auch sein. So, wen haben wir denn hier? Gucken wir direkt mal auf der Karte. Commander Bailey und Jodun Bao. Jodun Bao? Wer war Jodun Bao? Mein Gehirn ist relativ leer. Eclipse, nein. Vosk. Wer war Jodun Bao? Nun, wir mal rausfinden, wenn wir ihn treffen. Kämpfer auf Paladin. Ja, ich habe schon einmal mit Ihnen gesprochen. Warum weigern Sie sich, mir zu helfen? Wenn die Möglichkeit besteht, dass mein Sohn Belal noch lebt, werde ich nicht ruhen, bis er gefunden ist. Primarch Victus hat einen Kriegsgipfel der Ratsvölker einberufen und dazu angeblich auch die Kroganer eingeladen. Das kommt mir bekannt vor, der Name Belal. Ich begreife die Lage durchaus. Natürlich lese ich täglich die Namen der Gefallenen, aber... Bitte, bitte, eine Fortsetzung der Suche könnte für meine Familie ein Leben in Frieden bedeuten. Wird jemand im Einsatz vermisst? Mein Sohn Belal und die Bürokratie hat offensichtlich kaum Mitgefühl. Ich bin Botschafter Dominik Osoba. Der Trupp meines Sohnes kehrte von einer Mission auf Benning ohne ihn zurück. Sie trinken im Flux, sehen mir aber nicht in die Augen. Ich bezahle für jede Information. Falls Belal noch lebt, wollen wir ihn zurück. Falls nicht, können wir beginnen, ihn zu betrauern. Wenn ich was finde, gebe ich Bescheid. Danke. Dadurch komme ich in jedem Fall etwas zur Ruhe. Aber auch nur etwas. Interessant. Benning Beweise. Na, schau mal direkt mal rein. Wird langsam viel in meinem Tagebuch. Ja, finden Sie es raus, kehren Sie zurück. Auch wieder sehr spezifisch. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte etwas Wichtiges erledigen und... Oh, suchen Sie vielleicht jemanden, Ma'am? Ich... könnte sein. Ich habe diese Unterlagen, aber ich weiß nicht warum. Passen Sie auf, ich kümmere mich für Sie darum. Hilft Ihnen das? Ja. Ja, bitte. Wissen Sie, Sie erinnern mich an jemanden. Mein Sohn ist mit einer Asari zusammen und die sieht Ihnen verblüffend ähnlich. Er ist sehr glücklich. Danke. Das ist wunderbar, Ma'am. Bist du demenzkrank? Entweder das oder ich verstehe das nicht richtig. Gut, gehen wir in einen leiseren Gang. Denn wir haben ja, wir können ja nochmal mit Udina reden. Oh, wir können anscheinend mit dir reden, wer auch immer du bist. Und ich denke, das machen wir erst nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.